Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, das Überleben in der großen Stadt habe ich mir ein wenig leichter vorgestellt. Aber war ja klar, da sind mehr Zombies, da sind Spiele am Rumeiern. Und oh, es gibt immer irgendeine Kleinigkeit, die Steffi dahin rafft. Ich glaube, wir haben erst eine Folge überlebt, wo ich die Ansage gemacht habe, wir überleben bis zur 0.7. Und ja, das klappt einfach so nicht. Gut, immerhin haben wir eine Bude mittlerweile, da will ich noch ein paar Schlösser reinkloppen und in der heutigen Folge, wenn es klappt, wenn wir was hören, wenn wir was mitkriegen, dann mal auf die Lauer legen, dann gehe ich mal im Pausenmodus, damit ihr nicht die ganze Zeit ja, mit Steffi da rumliegt, wäre langweilig und ja, vielleicht erlegen wir ja auch mal einen Spieler. Das wäre ja mal was, ne? Gut, ansonsten danke für eure lieben Kommentare. Eins war, da war die Zunge wieder schwer. Das lag einfach daran, dass ich diese Tabletten hier nehmen muss. Blutdrucktabletten. Und wenn ich Blutdruck nicht messe vorher und der schon niedrig ist, dann werde ich todmüde, weil der Blutdruck noch niedriger ist. Und ja, das war das Problem tatsächlich. Okay, ja, dann weiter auf den Server. Ich bin heute gut ausgeleuchtet. Ich habe so langsam drin... Was? Was höre ich sofort ein lachender Zombie? Was soll denn das?160 Blutdruck habe ich gerade wieder. Voll ätzend. Aus Glasflaschen schmeckt sie einfach am besten. Okay, wir sind at school gewesen, genau. Ich bin mal so frei und schreib schon mal Huhu. Mir ist ein bisschen kalt. Ja, kein Wunder, du hast so einen Schlüpfer an, Mädchen. Pistolenholster haben wir. Was ist das hier? Das hat keine Slots, die Scheiße, ne? Aber auch die Wanderschuhe nicht. Na, ist egal, was wir da anhaben. Find nur noch der richtige Rock, dann ist alles gut. Oh, eine gute Band. Ja. Ja, scheint mir zu schmecken. Die Banane. Pistolenholzer in der Schule. Wer nimmt denn sowas in der Schule mit? Mann, ja, ist ja gut. Hab alles durchsucht. Ich versuche ein bisschen voll zu sein, wenn wir Schüsse hören oder irgendwie Spieler wahrnehmen. Eine Mütze brauche ich nicht. Was ist denn mit meinem Zuhause? Das ist westlich von uns. Da. Wenn ich hier anziehe, überziehe ich was. Das haben wir doppelt, warum auch immer. So komische Sachen in der Schule. Geht's im Pausenhof. Machen wir auch keine Pause heute. Okay, es ist ein Spieler da. Und ich habe nichts zu ballern, ey. Das ist doch mieser als mies. Oh, kommt aus dieser scheiß Schule nicht raus, ne? Ich will hier raus. Warum ist die Schule denn wie ein Gefängnis aufgebaut? Ist das eine Gefängnisschule? Also, der war nicht weit weg, der Schuss. Oh, ich weiß ganz genau, wo er ist. Ich weiß ganz genau, wo er ist. Gehen wir hier lang. Das ist irgendwo da. Keine Zeit, Zombie, tut mir leid. Oh, ich laufe weg von zu Hause, wie dumm. Der ist genau da drin. Nah. Ach, wow, Mann, dieser blöde Metallding da. Wo wohne ich denn verflucht? Ich hab vergessen, wo ich wohne. Mann, der hört nicht auf, mich zu jagen.
irgendwo ein Fenster, wo ich mich so langsam mal drinnen verstecken kann. Kletter rein. Wie klettert er nicht rein? Warum klettert er da nicht rein? Aua! Da kommt ich nicht rüber. Das war aber auch knapp. Oh Mann, da ist nicht mehr eine Tür drin. Wow, super. Hier sind wir erstmal kurz sicher. Ich habe gar keine HP verloren. Ich habe keinen Schießprügel. Ich habe nur ein dummes Messer dabei. Das Zeitfenster klappt langsam zu. Wartet mal. Ein bisschen reparieren. Alles scheißegal hier. So, ich muss rausfinden, wo ich wohne. Also ich bin eigentlich fast direkt zu Hause, ne? Kopf raus. Gerade gar keine Orientierung, das ist das Problem. Also ich bin auf dem H, ich bin fast da. Autsch. Also das war nicht der Tunnel. Wo ist der Markt? Das ist der Markt. Da ist der Tunnel. Da wohne ich. Scheiße. So. Falsche Wohnung? Falsche Bude? Oh, ich hatte ja eine Kiste, oder die ist noch nicht gespawnt. Also irgendwie bin ich jetzt... Ich bin auch doch... Bin doch zu Hause. Ich bin doch zu Hause. Verletzung haben wir keine? Erstaunlich. Zweimal geboxt. Und die verlieren aber auch nie die Interesse dieser blöden Zombies. Die bleiben auch immer da. Ist auf jeden Fall die falsche Bude hier, ne? Weil es fehlt ja auch das Bett. Wie? Das ist zu hoch, ja, ne? Die war ja verschlossen. Home Repair Kit. Auf den Mist jetzt her.
Ich finde auch keine Hose. Ein anderer Tunnel war's. Verdammte Axt. Der? Ne. Oh. Der? Oh nö, ne? Hat einer ge... Das kann nicht sein. Das ist auf jeden Fall mein Zuhause, oder? Ich bin direkt da. Oder es ist nicht mein... Aua, Zuhause. Komm, da komm ich nicht davon weg. Scheißendreck. Mann. Aua. Mann, ich komme hier nicht. Ich kann nichts machen, Mann. Falt haut um! Oh, Himmel, Herrgott, ey! Kerl, ein Zombie! Ein Fuck-Zombie! Oh, das kotzt mich so an hier an dem Spiel manchmal. Dann klemmt er dich in der Ecke ein, dann kommst du nicht weg. Ist es gewesen, auch der? Das war nicht die Ecke. Gut. Okay, aber hier sind wir wenigstens zu Hause. Mann, nicht aufregen, ist nur ein Spiel. So, was haben wir denn? Wir haben M1 gerannt. Wir haben natürlich doch keinen Scope. Wir haben Munition für die M1. Und noch keinerlei Kleidung. Was Leises habe ich leider nicht. Fuck. Okay, welches... Das war nachgeladen, ne? Das hat nur einen Schuss, kein Scope, kein gar nichts. Ich gar nicht. Jetzt muss ich BH finden. Ich dachte schon mal, eine Tür wäre geclaimed gewesen. Ich habe mich schon erschrocken. Deswegen kann ich hier nichts mehr sehen, was Claim betrifft. Und hier, die war verschlossen. Da 15... 15 Tunnel. Alter, trifft er sofort wieder? So schlecht bin ich doch gar nicht im Nahkampf. Auf den Sack gekriegt. Ich muss mich daran orientieren. Stark eine blutende Wunde? Geht von alleine weg. Oh, ich dachte, mein Handy vibriert. Tut's aber nicht. Zur Polizei und dann auf dem Dach. Ach, ich glaube, sowas von falsch. Sieht doch eine Feuerwehr.
Ich habe jetzt nicht wirklich die ultimative Waffe. Ein ziemlich ramponiertes M1. Einzelschuss nur. Scheiß Zombies, ey. Ich hab schon den komischen Ninja-Sterner genommen. Als Waffe. Uno Second. Der wird wohl nicht zu bestehen. Okay, da geht's außerhalb der Stadt. Ich bin in südlicher Richtung am Lauf, nach unten. Jetzt nach östlich. Das passt, glaube ich, besser. Ganz schön zugewuchert hier, ne? Wieder ein Brummen. Wo? Oh, fast erwischt. Ich glaube, das Gewehr geht dadurch noch mehr kaputt, ne? Kann das sein? %. Ich glaube, das hatte mehr, ne? So, hier ist die Bar. Mann, und das alles dicke, ey. Die brauchen immer so lange. Leg dich hin, komm. Teleportieren sie sogar noch die. Mein Gott. Fall um. Danke. Ich habe ja keine Angst vor den Zombies. Die sind ja eigentlich easy. Aber wenn du gleich drei Stück hast und auf den rumhüpfen musst. Das Problem. Was sind wir wieder bei der Feuerwehr? Bin ich bescheuert? Was für dich. Kleine Blutung. Nicht so schlimm. Schön Krach machen. Immer schön laut sein. Das macht am meisten Sinn im Scam. Ich brauche Schüsse. Ich brauche Geräusche. Und die kam definitiv mit der Explosion, haben wir ja gehört, aus dem. Aus der Sporthalle. Wo ich zugegebenermaßen nicht finde. Ich finde sie wieder nicht. Ich kann mir das nicht merken. Ich muss ja hier sein. Diese verkackte, blöde Sporthalle. Hier schönes. Na boah.
halbnackt rum. Da ist er. Dann ist auch irgendwo hier die Polizei. Muss ich aber ein bisschen aufpassen. Motorradjacke. Ich loot nochmal schnell. Ist aber nichts zu looten. Dietriche liegen hier rum. Das ist mein Look. Der New Steffi Look. Wie konnte der eine Spieler da reinschießen? Da. Sind hier auch scheiß Bäume, was soll denn der Kack? Da oben ist ein Sprengzombie oder Puppet, noch ein Zombie, richtig viele, sind auch gar nicht mehr nervös, der ist weg. Der Spieler ist nicht mehr da. Ich beobachte das jetzt ein paar Minuten, mutig wie ich bin. Mach eine kurze Pause und wenn was passiert, geht's weiter. So, jetzt habe ich ein paar Minuten gewartet und es ist nichts passiert. Kein Zombie wurde getriggert, nichts ist explodiert, kein Schuss ist gefallen. Das heißt, der ist weg und kann überall sein in der Stadt. Überall. Zombies schreien die ganze Zeit da hinten rum. Ja, komm, Verletzung. Ich werde geheilt auch wieder. Und wie gesagt, das ist alles voller Sprengzombies da unten. Das ist eine Katastrophe. Deswegen gehen wir jetzt wieder weg. Ab irgendwie auf dem Rücken machen. Wie klebt sich die auf dem Rücken? Habe ich die zugemacht? Kann mich gar nicht erinnern. Die Polizeistation wurde schon gelootet. Toll. Irgendwas zum Anziehen hier. Flucht. Und toll. Wir sind immer der Hüte drin. Nein. Nein. Die Steffi. Kommt leider an nichts dran. Außer an den offenen. Mann, kletter doch nicht auf den höchsten, was da ist. Dumme Nuss.
Was ist hier passiert? Sieht nicht so gut aus. Hier ist er erstmal sicher. Kann man da hoch? Witzig. Nicht wegwerfen. Ich habe ja keinen Ranzen. Komisches, zerstörtes Haus. Wie viele sind denn da wieder? Kommt nicht, komisch. Hängt fest. Ich bin wieder gestorben. Ach, ein Kerl. Warum sind die alle dick hier in der Stadt? Gab's so gut Essen, wa? Ich muss weiter hier in Deckung. Mann, diese C1-Verletzung, ne? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Wir könnten noch mal hier zu dem Bunker gehen. Das wäre nordöstlich. Wenn wir nicht, nee, nordwestlich. Um das M1 ein bisschen zu flicken. Steht so. Hat mich nicht verfolgt. War brav. Läuft richtig. Ich glaube ja. Baustellen über Baustellen. Also ein Dickicht. Er läuft so rum mit einem M1-Gewehr. Aber wenn sie trifft, trifft sie richtig gut und das Ding ist stark. Zombies hier. Mal eine angenehme Abwechslung. Mir als Täusch ist da ja irgendwo der Bunker. Da ist er. Das drauf. Ja, normal. Ich
Wie sieht es eigentlich aus mit dem Gewehr und der ganzen Prügelei? 22%. Oh, man macht das kaputt mit dem Prügeln. Eigentlich sinnig. Hier ist nie so gut wie nie was drin. Oh nein, achso, ja gut, wir haben ja tatsächlich gefunden, die Munition. Das ist natürlich ein schönes Bonbon, ne? Ein Clip, ey, sowas Seltenes. Trace habe ich reingemacht, aber ist egal. Also, wie checkt sie denn da den Muni? Die gammelig, die Patronen. M16. Nee, Karabiner. Kein Wasser haben wir schon. Dort haben wir schon mal einen Clip drin. Hut. Jetzt bräuchten wir nur noch eins. Und hier ist weit und breit kein weiterer Bunker. Außer die Waffenläden, aber die haben keine M1. Wo sind wir eigentlich gestorben? Ja, ich weiß wo, aber... Auf dem Markt. Also nicht auf dem Markt, auf den großen Bazar, wo wir auch unsere Hütte haben. Wir sind nicht weit weg von zu Hause. Bagger. Ich kletter mal jetzt einen Kran hoch. Entweder wird ich dabei gesehen, was ich aber nicht glaube. Und wir haben eine gute Aussicht einmal. Vor allem von Leuten, die auf Dächer liegen. Gott. Ist schon hoch, so ein Kran, ne? Und dass wir keine Game-Höhenangst haben. Sogar Loot hier oben. Ja, natürlich habe ich jetzt keine guten Karten. So ohne Scope. Aber es ist machbar.
Boah, zuppelt das, ne? Okay. Ich sehe jetzt nicht mal die Sporthalle. Da ist Feuerwehr, glaube ich, ne? Oder ist das eine Kirche? Hier verharren. Wäre irgendwie blöd. Runterspringen kann ich auch nicht. Es tut bestimmt weh. Mann, diese ganzen Blätter, die hier rumfliegen. Außerdem bin ich hier oben auch eine Zielscheibe. Und alle können mir unterm Rock gucken. Wenn sie einen Scope haben. Der einzige gute Militärspot ist der fucking Scheiß. Die fucking Scheiß Sporthalle. Müssen östlich laufen, dann kommen wir wieder zur Stadt rein, wenn ich mal irgendwann unten bin. Hab ich einen Dagumenstiefel gelber? Will ich nicht haben. So, langsam kommt die HP auch endlich wieder. Hä? Ah. Selber einen Scope bauen. Nein, wir stinken lieber. Ich glaube, das Improvisierte, darfst du das denn jetzt bauen oder nicht? Jetzt geht's ja los mit der Sucherei. Aber das sind die ganz normalen. Also das Scope darfst du auf jeden Fall bauen. Und das Impro. Warum ist denn das nicht da bei dem? Das verstehe ich nicht. Rohr, Tape und diese komischen Dinger da. Dietriche. Boah, gibt das viel Stuff, ne? So, dann wollen wir mal schauen. Wo ist denn das improvisierte Scope? Das ist ja sehr markant, ne? Ich weiß nicht, ob ich das bauen durfte. Ich glaube nicht. Da ist es nicht, da ist es nicht, da ist es nicht. Da! Doch, wir dürfen es bauen. Einmal Metallschrott, einmal... Okay. Wenn wir das schon mal haben, ist schon mal gut. Ja, ein komisches Gefühl, ne, wenn du weißt, dass die Schüsse waren ja super nah, ne? F
fast sogar von meiner Position. Und ich habe erstmal einen Ackermann gemacht. Kaffeemaschine. Na, da finde ich die Suche komisch. So. Papier. Wer wirft denn Papier in der Papiertonne? Und Glas. Leer natürlich. Cool. Sehr detailliert. So, ich bin jetzt fast daheim. Und da ist ja ein Waffenladen. Ein Affenladen. So. The Big Market. Benötigen wir noch eine Werkbank. Boah. Hier ist ja was los. So, wer hat's gemerkt, dass ich auf einmal die Mütze auf hatte? Mann, ich will das haben. Wie? Naja, wir sind ja fast zu Hause. Können wir zu Hause ablegen? Aber immerhin ein Clip gefunden, ne? Mann, ey, ich komme hier nicht zurecht. Die Feuerwehr müsste zoomen können, ne? Also ich muss jetzt wirklich. Hä, ich wohne noch nicht in der Feuerwehr. Ne, nord-südlich. Nord-südlich. Südwestlich. Das war ich, ne? Ja, hab ich aufgemacht. So, jetzt muss ich östlich. Verwirrend. Ja, das ist auf der Karte halt so, ne? Die wirkt halt so. So. Klar, ist das ein Jagdgeschäft? Ja, ne? Der Waffenladen. Piept was? Piept nix. Dachte, da liegt was. Pistolenmuni. Das ist immer geizig, ey, wenn ich hier reinkomme. Ich könnte so tolle Sachen finden. Und so tolle Sachen könnte man finden. Und was? Ich finde nix. Käse.
Mann, was soll ich denn so viele? Ist doch viel ruhiger auf einmal, ne? Brauche ich nicht. M1 Munition, Sniper brauche ich nicht. Ich habe nicht mal eine Pistole gefunden bis jetzt. Blubberwasser brauche ich nicht. Ein Rohr habe ich. Ich brauche eine Werkbank. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Für die Ordnung. Schrot brauche ich nicht. Weg ist er. Die Schrotmunition da oben. Oh, ich habe auch mal wieder den Bug. Endlich habe ich ihn auch mal. K90 brauche ich nicht. Snap M1, M1, M1. Das ist das Rohr insgesamt. Das brauche ich auch nicht. Gut. Das ist noch nackig gemacht, die junge Dame. Langsam komme ich auf Orientierung. Hier waren wir schon drauf. Wunderschöne Aussicht. Nicht. Ein paar Stürze hält sie ja ganz gut aus, ne? Nicht mitschleppen. AKs. Hier haben wir schon rumgestreunert. Boah, eine Bude. Zum Besuchen gar nichts. Doofe Küche. Dafür finden wir ja noch unsere Leiche, unsere alte. Die Zombies müssen sich da mittlerweile pulverisiert haben. $50. Oh. Die gute Hunter in einem sehr guten Zustand. Naja, so ein Hunter-Fan bin ich ja. Da passt er sogar durch. So, in irgendeinem Gang bin ich reingeflitzt.
Na, da kam ich ja gerade raus. Das ist ja hier die Meile. Für die andere Seite oder diese Seite? Aber meine Leiche despawnt doch auch, oder? Okay, ich bin weg. Aber hier ist mal ein richtiges Zuhause. Vermaledeit! Hier war ich drin, weil ich gedacht habe, das wäre mein Zuhause. Hier ruckelt es gerade ganz schön. Weg ist es. Dann war das bestimmt die Passage, ne? Oh, einmal nicht leer. Im Gebäude. Das war nie hier. Was mache ich denn hier? Ich gehe ständig im Kreis. So. Na, zieht das Wetter zu. Dünner. Komm. Ja, richtig schön auf, Künstler. Ein Shoppili-Shop für den Timmy. Der wusste sogar, wo er ist diesmal. Motorradschiff hätte ich jetzt hier nicht erwartet, er hätte gesagt. Hunter-Munition, haben wir schon gesehen, liegt da hinten. Ja, gibt mir nur Unsinn. Schade. Das sieht hier aus wie ein Luftgewehr, ne?
Okay. Weiter kommen hier noch Jagdgeschäfte, 2 Stück. Ist ja mutig, hier rumzurennen. Ich habe ein Jagdzielfern, Rohrzielfernrohr gefunden. Nein, heute bleiben wir beim Röckchen. Die Konkurrenz ist nicht weit weg. Nehmen. Ich wollte immer prüfen, dabei seufzt er dann, ne? Aber soll ja nicht schlimm sein. Pfeile, Armbrustbolzen aus Metall. Stabilisator, größerer Rucksack. Definitiv genommen. Blödsinn. Nehme ich auch noch mit. Alter. Buschmann, sehr geil. Guter Zustand. Okay. Also wenn es drauf ankommt, Headshot ist drin, ne? Wo ich zerschossen sind, cool, ne? Ja, das läuft laggy manchmal. Aber ist ja auch die große Stadlidat. Oh, das ist ein bisschen sehr hoch, ne? Kommt's. Wie kam das zustande? Diese C1-Verletzung. Wie kam sie zustande? Bringt ja nichts, ne? Ich glaube, man muss mehrere haben. Wähle die Items, ja. War eigentlich ziemlich gute Schuhe an. Alle Garagen offen, das war ich nicht. Verdammt.
hast du voll den Eingang im Blick. Voll cool. Oh. 59 Meters. Das Dorf ist, dass ich ein bisschen sehr bunt bin, ne? Okay. Wir machen heute mal auf dem Dach eine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Warte knapp, wir sind an einem vorbeigegangen. Das war alles furzknapp. 3, 2, 1. Hier ist keiner.